Willkommen zurück zu Deathloop, liebe Zocker und YouTuber. Es geht weiter hier in Karlsbucht und zwar sollen wir einen Code finden, um einen Code zu finden. Das klingt ein bisschen komisch, ich zeig's euch ganz kurz. Nein, lass das. Und zwar müssen wir hier, genau, das Nest der Turteltäubchen, nämlich Charlie und Fia, ist mit einem Code gesichert. Und diesen Code finden wir in einem Tresor, welcher mit einem Code gesichert ist. Bisschen verwirrend, aber Hauptsache wir wissen, wo wir den Code für den Code herkriegen. Der steht nämlich hier und den, damit holen wir uns den Tresor mit dem Code und damit gehen wir zurück zum, zum Nest von Fia und Charlie und das ist alles ein bisschen verwirrend. Außerdem müssen wir noch zu Ottos Werkstatt, aber das kommt dann später. So. Ich höre da wen, aber ich sehe keinen. Warte mal, wie weit müssen wir denn weg hier? Ich war das nicht. 36 Meter, ist nicht mehr so weit. Wer ist denn hier gerade erschossen worden? Ich bin wieder mal total ganz schön wankelmütig. Flexibilität moralisch wie körperlich. Worum geht's? Ganz schön wankelmütig. Ich habe keine Ahnung. Was ist das denn? Hier ist irgendwas in die Luft geflogen. Bin mir nicht sicher. Komm mal hier rein. Ach, das Introspektor, das haben wir auch schon mal irgendwo gesehen hier, ne? Was ist das denn? Ah, ich weiß, wo wir sind. Das ist diese Party, oder? Das ist diese Party von... Ah, das finde ich gar nicht gut. Da hinten ist einer. Okay, das ist ja hier direkt um die Ecke. Okay, ich kann hier sofort wieder abhauen. Kann das sein? Das ist das kürzeste Level aller Zeiten. Wenn wir hier den Code haben, dann gib mal her den Code. Ja, gib ein. So, und da ist jetzt drin, Kunst ist die Lösung und... Charlie, mein Liebster, wenn du weg bist, ist Freistadt eiskalt, so hart, so kalt. Meine Täubchen, meine Liebe, so süß und sexy, meine Vier, alles ist bereit für unsere endlosen Nachmittage. Ventia beobachtet uns, sie war in deinem Kopf, kennt dich durch und durch. Ich kümmere mich schon um Ventia, Baby, ich habe das Minicom in meinem Labor eingerichtet. Der Code zu ihrem Labor ist 6305. Falls du das ein bisschen umdekorieren willst, sie liegt... Okay, wir haben den Code zu Ventias Labor. Bringt uns das was? Sie legt alle ihre wichtigen Tests auf den Nachmittag, arbeitet wie ein Uhrwerk. Sie wird niemals merken, dass wir nicht da sind. Wie kann ich unsere Tür öffnen? Genau das interessiert uns ja eigentlich. Meine piktografischen Nachkommen sollen dir den Weg erwärmen. Was? Meine piktografischen Nachkommen sollen dir den Weg erwärmen? Sieh erst mein Liebling an, er beäugt den Hintereingang. Was? Ist das pervers oder ist das ein Code? Sieh erst mein Liebling an, er beäugt den Hintereingang. Dann schnell die Kluge, sie verleiht Werkzeug und dem Schema Farbe. Bewundere meine Hübsche, sie kümmert sich um die Haupthalle. Träum von meinem Schätzchen, es wird von meinem schimmernden Meisterwerk überschattet. Kenne mich und kenne mein Zuhause, kenne uns. Worum geht es? All die Bilder bei dir finden, alles klar. Nee, ist überhaupt nichts klar. Er hat ihre Kunstwerke genutzt. Oh, süß. Am Nachmittag also. Ha, hoffentlich habe ich da nicht schon was vor. Keine Ahnung, ob ich da was vorhabe. Also auf irgendwie müssen wir Fias Kunstwerke begutäugen, Fias Festung durchsuchen. Oh, das stellt sich als wahnsinnig. Bentje ist ein leichtes Ziel am Nach... Ja, Bentjes Quartier durchsuchen. Okay, wir haben tonnenweise neue Aufgaben. Bin schockiert. So, hiermit kamen wir ja nicht weiter, ne? Mit dem komischen Code hier. Nee, das lassen wir erstmal. Wir sind im Prinzip ja fertig. So, das heißt, der Loop hier ist gegessen. So oder so. Ich verdünnisiere mich hier, bevor noch irgendwas Schlimmes passiert. So, ich gucke nochmal rein. Hat zwei Arten von Geschenken parat. Die guten und die in die Luft fliegen. Okay, das scheint hier in Karlsbucht am Abend so eine Art Gag zu sein. Das sind halt irgendwelche explosiven... Ja, da...
Die ignorieren wir, glaube ich, aber mal. Schau, wir haben jetzt heimliche Liebe. Genau, wir brauchen jetzt, jetzt müssen wir mal ganz kurz gucken, was wir jetzt brauchen. Jetzt haben sich hier wieder tonnenweise neue Fiers Festung durchsuchen. Zum Schlüssel zum, wann ist das? Am Morgen? Wir müssen ja ihre Piktogramme finden. Das scheint mir am Morgen zu sein. Dann haben wir hier noch, welches Quartier durchsuchen, weil da haben wir einen Code gekriegt. Das machen wir am Nachmittag oder am Abend. So, dann müssen wir auf jeden Fall noch zu Ottos Werkstatt. Wo war das? Hier. Am Morgen zurück. Also die Reihenfolge ist jetzt: am Morgen zu Ottos Werkstatt. Am Mittag Fiers Festung durchsuchen für die Piktogramme. Am Abend Wenches Labor durchsuchen. Und was haben wir hier noch? Das, da kümmern wir uns, das können wir an der Nacht machen. Also morgen haben wir, also, ich sag schon morgen, wir haben jetzt viele, viele, ja, viele, viele Sachen vor. Ja, komm, wir könnten zwar hier noch was machen, aber ich verdünnisiere mich hier. Automatisch vervollständigen. Ich habe jetzt keine Lust auf diesen komischen, halt, da lang müssen wir, auf diesen komischen Sprengstoff-Quest, sondern, ja, wir sind fertig hier. Der Tag ist gleich vorbei. Und jetzt? Ein neuer Loop? So sieht's Heißt aus. das, Moment, sterbe ich jetzt? Oder ist es wie ein Traum? Mit Juliana? Ach, scheiße, ich hoffe. Ja, nur regt die nicht so auf. Tödlicher Zeitvertreib. Du bist in die Tunnel entkommen. So, nächster Morgen, neues Glück. Jetzt könnten wir, glaube ich, noch mal irgendwas ausgeben hier. Aber genau. Fiers Festung durchsuchen. Und das ignorieren wir jetzt hier erstmal. Der komische explosive Preis ist wahrscheinlich nur ein Item. So, Ausrüstung anreichern mit Residuum 4750. Das reicht hinten und vorne nicht. Deswegen beginnen wir einfach einen neuen Tag. Und Charlie und Fia treffen sich jeden Nachmittag in einer Anlage unter Fristat Rock. Ich kann sie beide ausschalten, während sie, naja, beschäftigt sind. Jetzt muss ich noch rausfinden, wie ich Wenji wann anders erledige. Wie ich Wenji wann anders erlege? Das war ein komischer Spruch. So, also, wir haben es morgen. Morgen gehen wir als erstes. Warte mal, ich muss das ganz kurz checken. Morgens gehen wir als erstes zu Ottos Werkstatt, die da ja hoffentlich noch nicht abgebrannt ist. So, da ist er. Ballade vom Plappermaul. Am Morgen zurück zu Ottos Werkstatt. Was wollten wir da nochmal? Ach so, da kriegen wir den Code für den Sprengstoff. Was wir auch immer mit dem Sprengstoff machen. Ottos Werkstatt steht am Morgen noch, aber gegen Mittag führt irgendwas dazu, dass sie abbrennt. Keine Ahnung, was dazu führt, dass sie abbrennt, aber so, Ottos Werkstatt. Die war ganz gut gesichert, glaube ich. So langsam laufen die Fäden zusammen. Naja, eigentlich nicht, aber ich bild's mir ein. Zum Glück nimmt einen das Spiel so ein bisschen an die Hand. Wäre das eine Open World, ich hätte überhaupt keine Ahnung, was ich als nächstes machen muss. Jeder hier vergisst also jeden Tag, außer dir und manchmal mir. Kapiere ich nicht. Ein traumatischer Loop verursacht autoluidische Störungen und ekphorische Löschungen. Kurz Was? gesagt, wiederholte Speicherlöschung. Hättest doch Kater sagen können. Und da wären wir wieder. Keine Ahnung, wovon die da reden. So, der Tod ist hier. Ja, das stimmt so. So, wir sind in. Warte mal, wir sind in Uppdam, richtig. Ottos Werkstatt ist 166 Meter weg. Und wir müssen ein bisschen aufpassen. Morgens war hier, glaube ich, nicht so viel los. Ich bin mir nicht sicher. War ich morgens schon mal in Uppdam? Ja, einige Male. Halt die Kuschen. Eins, zwei, drei, fünf, viele. Warum sind hier so viele? Gefällt mir alles gerade gar nicht. Können wir irgendwo oben rüber gehen? Nein. Wo müssen wir hin? Wir müssen eigentlich nur links um die Ecke, ne?
Ja. Klappe. Der Onkel kommt gleich. So, jetzt müssen wir erstmal diese Dinger da ausschalten. Oh, sag mal, wie viel sind denn hier? So, der ist gehackt. Der ist auch gehackt. So, und da sind ganz viele. Da sind so viele. Wenn die mich sehen. Halt die Klappe, Alexis. Mit dir bin ich. Ruhe. Ruhe. Ja, ja. Ist alles gut. Wir wollen nur zu Ottos Werkstatt. Hab ich das gut gemacht oder habe ich das gut gemacht? Komm, das war Knorke. So, 70 Meter. Ich hasse diese Leute. Wer sind denn diese Leute? Vorsicht. Ottos Werkstatt, 57 Meter. Noch ist alles in Butter. Da ist irgendwo Residuum. Ziel im Blickfeld. Nein. Ist da jemand? Nein. Hacke Peter. Heißt er beide erwischt? Ja, glaube ja. Deckung. Hat man mich erwischt? Nein. Das ging nochmal gut. Gerade so. Was ist das eigentlich hier? Nur mal so fürs Protokoll. Irgendwas, wo ich noch nicht reinkomme. Okay. Ich wusste, dass ich hier in die Arme laufe. Es war irgendwie so klar. Grapsch. Okay, Ottos Werkstatt. Da ist noch mehr Residuum. Noch mehr Möglichkeiten, jemand in die Arme zu laufen. Gib das her. So, hier brauchen wir nicht mehr rein. So, da ist Ottos Werkstatt. Wir erinnern uns, die war ab. Ich höre irgendwen. Egal, wir wollen ja eigentlich nur in die Werkstatt. Keiner zu sehen, keiner. Da hinten steht einer, aber der sieht uns nicht. So, erste Geschichte, Tür zu. Zweite Geschichte, wie kommen wir in die Werkstatt rein? Ich glaube hier nicht. Oder? Ist das. Nee, das ist keine Tür. Oh. Na? Was? Hier ist nichts. War ein bisschen laut, aber hey. Hat keiner mitgekriegt. So, das müsste Ottos Werkstatt sein. Sieht gut aus. Feuerwerksboutique. Ich mach mal die Tür zu. Und guck mich jetzt erstmal hier um. Okay, erste Geschichte. Es ist verdammt laut. Da macht jemand Überstunden. Wie wär's mal mit einer Pause? Das Feuer verhindern. Wie mach ich denn das? Okay, deswegen ist sie abgebrannt. Okay, die Maschine ist... läuft heiß und deswegen. Wie mache ich die denn aus? Okay, da sind lauter Kabel. Okay, mach das gleich. Moment. Ich bin der Feuerwehrmann Sam. Okay, da sind die Kabel. Feuerwerkskörper. Ne, brauchen wir jetzt nicht. Na super. Möchte ich denn das Feuer verhindern? Hab ich da was von? Ich kann ja erstmal hier ein bisschen was lesen. War hier so, bevor ich irgendwas. Wie teile ich mir meine Zeit ein? Früh aufwachen ist die halbe Miete, Schätzchen. Dann setze ich einen Fuß vor den anderen, wie jeder andere auch. Was ich zutiefst bedauere. Weißt du, wenn du dein Leben lebst, machst du den einen oder anderen Fehler. Und
Und ich lebe das Leben. Ich habe ganze Schränke voller Bedauern. Aber ich fühle nicht drin rum und betrachte mich dann im Spiegel. Wann wurde mir meine große Weitsicht klar? Das war wohl... Scheiße, keine Ahnung. Aber da war dieser Auftritt. Ganz am Anfang. Irgendeine Bar am Arsch der Welt. Kaum Leute da. Aber die Leute, die da waren... Die waren da mit Leib und Seele. Es wurde getanzt, es wurde geweint. Einmal die Emotionsleiter rauf und runter. Da wusste ich, dass wir es drauf haben. Alles klar, ich habe kein Wort verstanden. Okay, was haben wir denn davon, wenn wir das Feuerwerk verhindern? Quatsch, wenn wir verhindern, dass das Ding abbrennt. Ich höre was. So, hier geht ein Kabel lang. Vorsicht, bleib. Bleib in Deckung. Sag mal, kann das sein, dass ich die Dinger einfach zerstören muss? Achtung, Hochspannung! Ja, aber hat geklappt. Gibt's hier noch was? Nein. Gibt's hier noch was? Nein, alles gut. Wir können ja mal gucken, ob wir hier irgendwas einsacken können. Wir können uns mal heilen, nachdem wir uns hier gerade unter Strom gesetzt haben. Da ist auch noch was. Vier in voller Pracht. Ich weiß nicht, ob ich das hören möchte. Was ist mein Lieblingsbuch, Lied oder Stück? Dieses eine Lied von Frank und Charlie. Mit der Antwort sind alle zufrieden. Was musste ich unbedingt nach Black Reef mitnehmen? Was habe ich nicht mitgenommen? Eure Baumaterialien, eure Waffen, selbst die verdammten Ortskörbe. Ich habe Upper, Downer, alles dazwischen. Ich habe Hopper und auch Pumper. Ich habe Candy und Caps. Ich habe Eis und Bliss. Eine herrlich bunte Palette zum Kombinieren. Wie Farbe. Wie Liebe. Stehe ich gern im Rampenlicht? Das Rampenlicht ist nichts weiter als ein aufmerksames Auge im Zentrum der Welt. Manchmal schaut es dich an. Manchmal sieht es dich. Aber meistens ist es völlig blind. Könnt mir doch nicht so in das Audio-File reinsterben. Mann. So, wir waren gerade dabei hier. Weiß irgendjemand, was da los ist? Nein. Die Leute kippen einfach nur um. Mann! War es das jetzt oder kommen noch mehr? Nein, alles gut. Okay, warum muss ich den Brand verhindern? Mich interessiert doch nicht, dass die... Mich interessiert doch nicht, dass die doofe Werkstatt abfackelt. Also, mich persönlich interessiert das nicht. Was zum Henker? Keine Ahnung, was ist das? Keine Ahnung. Okay, wir müssen... ich verhindere mal, dass der Brand ausbricht. Dann ist sie ja am Nachmittag noch da, die Werkstatt. Die hören das, wenn ich da... Okay, wir müssen es mal so... Elektrik-Trick. Elektrik-Trick. So, das war das zweite Kabel. Um Ottos Werkstatt zu retten. Es muss ja irgendwo noch ein drittes sein. Da. Elektrik-Trick. Wo muss ich denn hin? Sind hier Leute? Nein. Alles gut. Vorsicht, da ist garantiert einer. Einer Hunderte. Die Bibliothek, ja, ich kenne die schon. Vorsicht, da kommt einer. Irgendwo. Erstmal machen wir das Ding da. So. Was ist das? Ein Ballistikgeschütz? So. Mal gucken, ob es irgendwen sieht. Sieht okay aus.
gestorben. Das wird ein kleines Lüftchen jetzt auch nicht mehr sehen. Vorsicht! Na! War das Cold? Nein, das war nicht Cold. Komm ruhig um die Ecke. Da ist ein Ballistikgeschütz. Das hat Spaß mit dir. Komm. Ja, komm. Das war ganz lustig. Warte, warte. Komm. Jetzt Ballistikgeschütz und. Ja. Peng, peng, peng. Jetzt komm. Hau, hau, sag mal, wie viel hat es denn hier? Ich glaube, ich habe ein paar erwischt. Bin mir nicht sicher. Hau, hau. Okay, erstmal Deckung, nachladen. Nein. Jetzt bist du dran. Ich dachte nein. Sag mal, wie viel sind das hier? Was zum Henker? Ich nehme mir die Flanke vor. Haben wir sie jetzt alle? Nein, da ist noch einer. Ich bin dran. Ich brauche langsam mal ein bisschen Heilung. Scheiße. Scheiße. So. Ich gehe mal ganz kurz Heilung sammeln, ja? Wo war denn hier? Irgendwo war hier tonnenweise da. Und mir geht die Munition aus. Da ist nochmal Heilung. Jetzt habe ich die alle ausgelöscht. Also das ist hier definitiv der schwierigste. Generator. So, brauchen wir das? Nein, brauchen wir nicht. Brauchen wir das? Das nehmen wir mal mit. Das nehmen wir mal mit. Schade, dass sie mein Ballistikgeschütz vernichtet haben. Wo ist das Ding? Wo ist das Ding? Nein, nein, nein. Nicht auf den Onkel schießen. So, da ist noch eine. Wo denn? Da unten. Hat jemand den Elektriker gerufen? Bestimmt. Irgendwer wird es gemacht haben. So, ich weiß aber jetzt immer noch nicht, was ich davon habe, dass ich diese... dass ich den Brand verhindert habe. Ottos Feuerwerksmaschine. Die haben wir jetzt out of power gesetzt. Ja gut, das Ding noch... Otto sollte mal besser einen Gang runterfahren. Oder zwei. Warum sinkt der auf einmal? Es sind doch alle... Nee, es ist einer. Einer ist noch an. Ja. Schick, schick, Elektrik-Trick. Und für den süßen Code geht's später dann zurück. Jetzt sag mir nicht, dass ich hier am nächsten Tag... Warte mal, ich guck nochmal. Das heißt, ich muss jetzt am nächsten Tag nochmal hier hin? Oder wie? Oder was? Unter der... Nee, was? Moment mal. Wo waren denn hier die... Da. Da das Feuer nicht mehr ausbricht, kann ich später auf Ottos Minicom zugreifen mit dem Code und mir den Code für den Container sichern. Und zwar an irgendeinem Tag, also in irgendeinem Punkt danach muss ich da rein. So, jetzt, also Ottos Werkstatt. Jetzt müssen wir genau planen. Wir haben ja jetzt morgens. Wir müssen am Nachmittag zu Wenches Quartier. Wir müssen am Morgen Fiers Festung durchsuchen. Morgens. Nee, das ist der Mittag. Ist das der Mittag? Ich bin mir nicht sicher. Warte mal, wir haben es jetzt morgens, mittags. Abends, das heißt, ich kann eigentlich nur noch in der Nacht hier bei Ottos Werkstatt vorbei. Also erstmal zu Fias Festung, dann zu Ventje, dann zu Ottos Werkstatt. Yes, ich habe einen Plan. Was ist das jetzt noch hier? Nach Hinweisen suchen. Ja, da kommen wir später zu. Bis in der Nacht irgendwann. Aber ich kann ja nicht alles auf einmal machen. Gut, wir haben einen Plan.
Wir gehen jetzt hier raus? Alles ruhig jetzt. Schlaf gut, Maschine. Alles klar. So, jetzt müssen wir nur noch weg hier. Bin ich hier durchgekommen ohne Probleme? Ich glaube ja. Warte mal, wie kam ich denn jetzt zurück hier? Ist das richtig hier? Ich glaube ja. Ja, wird schon. Ja, stimmt. Da sind wir. Okay. Jetzt Fias Festung. Hier waren die bösen Jungs. Aber ich hab's ja alle... Hör auf zu rutschen! Haha! Durchgeglitscht, habt ihr gesehen. So. Zurück. Komm. Ich hab'n Lauf. Ich hab ein Gefühl, ich hab einen Lauf. Tödlicher Zeitfall. Ich muss in den Tunnel entkommen, genau. Und jetzt geht es weiter mit. Was war das jetzt? Fias Werkstatt oder? Oder was mit dieses Büro? Ja, ich hab überlebt, ich weiß. So. In der Bibliothek wartet reichlich Feuerkraft. War ich doch schon. Den Code finden. Ja, das ist eigentlich nichts, was ich brauche hier, oder? Lass mal kurz gucken. Gegnerische Sprengladung? Nee, brauchen wir nicht. Reduziert Streuung? Nee, brauchen wir nicht. Erhöht dann nur die Reichweite innerhalb? Nee, brauchen wir nicht. Brauchen wir alles nicht. So. Das heißt, jetzt ist Mittag. Jetzt können wir... Moment mal, das wäre aber falsch. Ich muss jetzt ganz genau aufpassen, was ich zuerst mache. Ich könnte jetzt natürlich in Ottos Werkstatt gehen, aber das kann ich auch noch nachts machen. Wenn jetzt Mittag ist, muss ich das hier machen. Ich muss in Fias Festung die Bilder angucken, um den Code zu ihrem Schäferstündchenort zu finden. Genau. So, süßer Nachmittag, Fias Festung durchsuchen. Genau. Ab zu Fias Festung. Würde ich sagen. Ja, definitiv. Fias Verwüstung, Tafel brauchen wir nicht. Ich will ja nur ihre Festung. Ich habe so die Befürchtung, wenn ich jetzt versagen sollte, ich glaube, dann muss ich Ottos Maschine nochmal ausstellen, damit ich... Ja, ist nicht so einfach. Nein, wir gehen jetzt einfach mal davon aus, dass ich nicht sterbe. Dieser Ort. Seltsam vertraut. Aber. Viel älter. Und ich? Ein Arschloch. Also bist du. Schluss jetzt, das reicht. Und Fia? War ein Fehler. Sie hätte nie nach Blackreef kommen dürfen. Warum nie? Wir wissen es nicht. So, da hinten müssen wir hin. 143 Meter zum Farbrausch. Ich habe überhaupt keinen Schimmer mehr, wo wir uns genau. Ach, hier sind wir. Okay, alles cool. Und beide tot. Au. Das war aber unangenehm. Ist da noch einer? Nee, ne? Bringen wir die noch um? Heimlich still und leise pieke ich hier in den Pöter. Naja, es war nicht ganz der Pöter. Da ist ja noch einer. Er hat überhaupt nichts mitgekriegt von dem ganzen Käse. Wo ist denn... Das ist nicht gut. Was ist nicht gut? Dass ich hier stehe und dich umbringe, oder was? Ihr könnt die dramatische Musik wegmachen. Es ist alles gegessen. Ist alles gut. So. Farbrausch. Ach nee, das ist das hier mit den Minen, oder? Nein! Nein! Ich hasse das. Wo müssen wir denn da überhaupt hin? Da unten lang oder oben lang? Da oben sind die ganzen Minen. Ich würde sagen, wir müssen unten lang.
Ja, mach Gymnastik, ist okay. So. Können wir die nicht irgendwie alle zusammen ausknipsen? Da ist eine, ist da eine Kamera hinten? Ne, da ist keine Kamera. Wenn ich euch jetzt auf die Distanz treffe, ich mit diesem dusseligen Gewehr auf keinen Fall. Nein! Nein! Ich habe Nein gesagt. Und wenn ich Nein sage, dann meine ich das auch so. Ah! Gottes Willen! Kommt da noch einer? Nein, nein, nein. Ist alles weg. Ist alles. Da war noch einer. Irgendwo war da noch einer. Egal. Da ist noch irgendeiner rumgeturnt. Hier sind mehr, als ich eigentlich gedacht habe. Hier da oben turnt noch einer rum und da turnt noch einer rum. Aber dazwischen war... Halt die Guschen. Da. Kaps gewusst. Ja, könnt ihr euch mal bitte näher zusammenstellen? Ich will meine... Ich will diese Fähigkeit benutzen. Ich will euch verlinken. Weißt du was? Das war gar nichts. Ich habe nur dreimal daneben geschossen. Das war das. Ruhe! Nein! Nicht auf mich! Da ist ein... Kusch! Ich hasse dieses Gewehr. So, das war's jetzt aber, oder? Ich hoffe, das war's. Und ich hoffe, ich komme da unten drunter, unten durch. Und ich sehe gerade, ich nehme viel zu lange auf. Wir sehen uns wieder in Fias Farbenrausch. Bis dann denn, euer Mr. Fleck aus Deathloop.